Das ist nicht wahr. Das ist euer Badzimmer. Also eigentlich die Badhalle, weil sie ist ja relativ gross. Was ist das? Murmeterpfoten. Die habe ich selber gemetzelt. Das schmalste Haus der Schweiz. Korrekt. Was lacht er? Er kommt nicht rein. Aha. Das ist ein Herzig mit dem Öffeli. Aber das ist bei euch wirklich ein Konzept, oder? Das Mitmachen. Ist jetzt nicht so, dass wir uns hier ohne Grund zum Aff machen? Nein, das ist nicht zum Aff machen. Das ist Spass! Es gibt eine Sendung der Extreme. Wir sind nämlich jetzt auf dem Weg zu der höchst gelegenen Siedlung, wo das ganze Jahr bewohnt wird. In Europa. In ganz Europa? Ja. Oh, hast du gesehen? Eine Siedlung und dort wohnen also wie viele Menschen? Es sind noch 22 Menschenseelen, die dort oben leben. Mit Strom? Ich denke es. Und sie haben im Schnitt ein halbes Jahr lang Winter. Das wäre definitiv nichts für mich. Und wir fangen die Sendung eben an. Also in der höchsten Siedlung und wir hören sie auf im schmalsten Haus der ganzen Schweiz. Und den Rest zeigt er jetzt an der Wäscheleine. Schon schneeblind. Und das ohne Sonne. Viola, das ist die Auswahl von unserer Sendung 5. Haus Nummer 1 ist irgendwo da hinten. Genau, die Adresse habe ich nicht. Die Dame hat mir gesagt, ihr Haus heisst sie Dreierhaus. Ihren Vater war der erste Mensch, der hier aufgezogen ist und dann dauerhaft hier gewohnt hat im Jahr 1948. Haus Nummer 2. Du bist mir immer in den Ohren gelegen, du würdest mal in so einen kleinen Zirkus. Gut. Wo Leute das ganze Jahr in so Zirkuswegen leben. Zirkus Pipistrello. Haus Nummer 3. Ich sage den Leuten immer, sie sollen mir ein Foto von ihrem Haus schicken. Von diesem Menschen ist das gekommen. Ist es ein Künstler? Sieht schwer danach aus. Der hat mir aber in der Beschreibung noch gesagt, er wohne in einem Schloss. Und zum Schluss? Das schmalste Haus der Schweiz. Korrekt. Jetzt müssen wir als erstes das Haus hier finden. Gut. Dreierhaus. Dreierhaus. Und die Dame, die hier wohnt, heisst wie? Dorli Men. Sie hat mir gesagt, es sei mal ein Stall gewesen und sie hat ihn zu einem Wohnhaus umgebaut. Hans! Wo? Dort! Übrigens, früher hat diese Protagonistin als Postautochauffeurin gearbeitet. Ah ja? Ja. Mittlerweile ist sie pensioniert. Da. Dorli Men. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Dorli. Hallo Dorli, ich bin Viola. Viola. Freut hallo. Mich sehr. Könnt ihr vielleicht gerade hier unten noch? Weil wenn wir hier, dann sind wir schon im Schlafzimmer. Und das wäre ja drei Erfolge nicht gut, oder? Ah, so stimmt die Dramaturgie nicht. Das Schlafzimmer ist der Höhepunkt am Schluss. In dem Fall. Ich war auf dem Ofen da oben. Auf dem Ofen bist du gesessen? Gelegen. Gelegen? Mittagsschlaf. Oh. Aber ist schon gut. Entschuldigung, jetzt haben wir dich gerade beim Mittagsschlaf gestört. Aber das macht mich natürlich auch gerade auch ein bisschen auf den Ofen. Null Problem. Du, das da oben. Was ist das? Das sind was? Murmeterpfoten. Murmelipfoten? Ja, genau. Die habe ich selber gemetzelt. Also nicht geschossen, aber Fell abgezogen und auseinandergenommen und Murmeter gekocht. Und die haben jetzt. Ja, die, das ist ganz feines Fleisch. Das Fett ist natürlich absolut ungenießbar. Aber. Stinkt. Ja. Hast du auch schon das Murmeli gegessen? Ja, mal auf einem Dreh hat es irgendeinen Murmeli-Eintopf gegeben. Wir machen es so wie als Voressen.
Ja, ich habe jetzt halt einfach aufgehecht, dass er wegen die bösen Geister abholt dort. Schön warm, gell? Ja, tut gerade gut. Haben auch eingeführt. Ah, da ist das Ofenbänkchen, wo du gelegen bist, stimmt voll. Ah, da oben, ja, genau. Mit Tagschlaf. Aber auf dem Stein. Uppala. So, da. Und so, dann kann ich hier gemütlich liegen. Ist dir das nicht zu hart? Nein. Schön warm am Rücken. Ohne Küsse? Ja. Ein Küsse könnte man noch nehmen, aber das macht jetzt nichts. Das spielt keine Rolle. Dann darf ich noch mal oben kommen. Ja, du darfst. Es ist halt klein hier. Und das war ein Stall? Ja, ich kann mich noch erinnern. Da haben wir noch zwei drinnen. Hier sieht man es jetzt gut. Ah, ja. Hier stehen wir jetzt. Hier war die Fee mit dem Bohren auf der Seite. Und hier oben, das ist im oberen Stock, war das Hell. Mhm. Hier kann ich einführen. Aber du hast nicht kochen? Auf dem Nein, Hell. Kochen tue ich hier. Mhm. Die Viola hat mich beim Auffahren noch gefragt, haben denn die da oben überhaupt Strom? Ja. Ist jetzt ein Rätspäse? Nein, nein. Nein, wir sind auch bei den Leuten. Wir haben Strom. Mein Papa, er war ja der Erste, der hier im 1948 aufgeblieben ist. Und er hat auch mit einem zusammen ein ganz kleines Kraftwerk bauen damals. Wir haben als erste Strom, also Licht, Licht, ja. So ein halbes totes Licht haben wir gesehen. Ja. Ja. Ah, das Postgewändli. Das hat einmal Peter D. geheissen. Ah, das ist das, also das hast du auch gehabt beim Postautofahren? Ja, das hat es dort gegeben als Überkleid. Also, und mit dem bist du gefahren? Ja, aber der hat mir dann halt angelegt, zum Kötten zu montieren oder so. Vielleicht kannst du das Gewändchen auch noch brauchen, um da unten hat es auch noch etwas. Das ist der ehemalige Güllenkasten. Das kann ich dir auch nicht mehr im hohen Alter, gell? Jetzt geht es gerade noch. Das ist sehr schwer. Polizei! Ja. Ich habe immer gemacht als Kind, wenn ich in den Keller ah. Polizei! Soll ich voraus? Oder wie? Ist besser. Ja, gern. Wow, ist das kalt. Das ist ja ein Kühlschrank. Ja, da ist halt nicht heiß. Du, da oben ist ja was, ein halbes Jahr Winter, oder? Kann es geben, ja. Mhm. Ist manchmal ist auch ein genug von dem Schnee und der Kälte. Ja, der kann ja so in der Frühling durchgehen oben. Mhm. Wenn Topf beim Blühen und so weiter. Das ist ja das Schöne, dass man nicht muss an dem albigen gleichen Ort bleiben, oder? Ja. Ich höre Thurgau, sehr, sehr schön. Aber hast du das irgendwie planen lassen von einem Architekt, von einer Architektin, oder ist das alles quasi von dir? Nein, also das war eigentlich meine Idee und einfach ich musste schauen, weil es so klein ist, dass das alles irgendwie aufgeht. Und das wäre eben das Gästebett, das kann man ausziehen. Mit dem Murmeli. Fell. Alle selber gemetzelt, ich. Schau, wie mild. Schön, gell? Ist das eine Sauna? Nein, das ist eine Infrarotkabine. Vielmal, wenn ich vom Hauen komme und weiss ich, wie ich Muskelkater habe, tut das auch gut. Dort geht es dann oft lauben. So schön. Schöne Aussicht, gell? Mhm. Wie heisst der Berg dort oben? Vengahora. Vengahora. Das ist ein schöner. Und das ist eben ein bisschen Turbe dort, der Spitzig. Ist das ein Schrank oder was ist da hinten? Nein, da hinten kannst du schon einschauen. Da habe ich das Bad. Sesam, öffne dich! Das ist gemütlich. Da war der Heustock, oder? Genau, das war der Heustock. Erinnert nicht mehr viel daran. Nicht Bist du wirklich. Das? Ja. Hast du aber eine steile Frisur gehabt? In jungen Jahren. Weil dann auf den Restrich auf. Dann müssen wir halt mit der Leiter. Ja, wenn wir schon da sind. Das
Zum Glück habe ich eine Stirnlampe. Es ist einfach mehr, weil es halt alles ausgenutzt, weißt du? Ich helfe dir. Weiter fixieren. Es ist mehr zum Zeichen, dass alles aussieht. Polizei! Du bist eine lustige, wirklich coole. Du, jetzt mach er zu und dann länder die Viole hier. Ich weiss wohl, dass das WC-Papier ist, das alle Kamster haben. Ja, aber auf Juf muss man halt Vorrat haben. Schon. Ja, wir können erst 7 Kilometer weiter vorne in den Laden. Hast du dich super rausgeschwätzt mit dem WC-Papier? Eben, gell? Es ist schon wunderschön. Hey, no, schau mal das an. Du. Umringt von einem wunderbaren Panorama. Ja. Merci, dass wir vorbeischauen durften an diesem schönen Ort. Es war sehr schön bei dir. Danke, Dorli. Sehr gerne geschehen. Gute Zeit. Danke. Tschüss. Euch. Muss einmal. Tschüss, Dorli. Gute Zeit. Danke vielmals. Danke. So, und für uns geht es jetzt in den Zirkus. Zirkus Pipistrello. Wartet auf uns. Werdet kreativ mit einer innovativen Schweizer Nähmaschine von Bernina. Macht mit! Läutet jetzt an auf 0901 55 66 00 für 1.20 Franken oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen Teilnahmen verlosen wir eine hochwertige Bernina 485 mit einem Lavendu-Wohlfühl-Paket im Gesamtwert von rund 2.500 Franken. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Alle Infos auf srf.ch. Seit 1981 gibt es den Circolino Pipistrello. Wirklich? Ja. Das ist schön. Der ist gegründet worden von einem Herrn, der dazumal seine Abschlussarbeit geschrieben hat. Er hat soziale Arbeit studiert und hat dann für das so als Projekt einen kleinen Zirkus gegründet. Den gibt es heute noch. Ja, das ist eigentlich schon noch cool. Ja. All meine Arbeiten, die ich geschrieben habe, mag ich mich nicht einmal noch an den Titel erinnern. Ich habe, glaube ich, gar nie eine Arbeit geschrieben. Das ist auch eine Leistung. Ja. Dort, wo wir jetzt gerade hingehen, das ist ihr Winterquartier. Dort sind es quasi 6 Monate im Jahr. Und speziell an dem Zirkus ist, es ist ein Mitmach-Zirkus. Toll. Ihre Aufführungen sind oft so, dass sie zum Beispiel irgendein Ort hinkommen am Montag und dann sind Kinder zum Beispiel eine Woche lang in diesem Zirkus und üben eine Vorstellung ein. Und da jetzt leben die Zirkusleute, die fest angestellt sind. Hallo, miteinander. Gehören dir zum Zirkus Pipistrello? Genau. Ich bin Viola. Ich bin Rion. Jon heisst du? Jon und? Ich bin Janik. Jon und Janik. Das klingt schon irgendwie wie ein Clown-Duo oder so. Ich weiß nicht. Ist das so? Nicht? Kann sich noch ergeben. Wir sind einfach Mitarbeiter im Zirkus und wir sind Artisten, Traktorfahrer, alles miteinander. Ist das so, dass man in diesem Zirkus ein bisschen alles ist? Ja, weil wir führen und betreiben den ganzen Zirkus. Saunaholz. Ja, das ist für den Wagen hier. Der kleine blaue Wagen hinter dem Riesenschiff. Das ist eine Sauna? Ja, das ist eine Sauna. Und die wird benutzt? Ja. Die wird rege benutzt. Und da haben wir unser Holzlager für unsere Öfen in der Wägeli. Also ihr führt mit Holz? Ja, genau. Puh, ja, am Abend hast du dann schon je nach Größe vom Wagen eine halbe Stunde. Bis es warm ist. Und dann, wenn du morgen aufwachst, dann ist wieder kalt. Ist wieder kalt, genau. Was ist da drin? Das ist das WC hier. Und hinten dran sind Duschen, Lavabo. Darf ich mal schauen? Ja, sicher. Frauen, Männer getrennt. Genau. Aha, und da findet man sich dann wieder. Ja. Macht genau. Das Sinn. Getrennte Eingänge, aber da ist man dann gleich wieder zusammen. Aber man kann es hier. Aha. Ah, okay. Und wie viele Leute teilen sich jetzt das WC-Häuschen? Ja, ungefähr 17. Mhm. Und das ist also Voraussetzung, wenn man bei euch mitmacht, dann wohnt man auch da. Ja. Sind es jüngere Leute oder halt einfach Zirkusleute, die da dabei sind? Ja.
Was ist das? Ich meine, ihr habt kein Tier. Ja, ab und zu ein paar Rösser laufen auch rum. Ja, die meisten sind so zwischen Mitte 20 und Ende 30. So. Ja, in dem Fall gehe ich jetzt. Aber ihr seid schon ein bisschen die Chefin. Also ihr entscheidet, wer kommt, ja, und so. Es gibt mega viele verschiedene Kriterien, von handwerklich begabt müssen wir haben, den Fahrer müssen wir genug haben, um das alles zu ziehen. Und unser Hauptziel ist, mit Kindern zu arbeiten. Ja. Schau, jetzt kommen die Rosse wieder. Wir sind schnell in die Küche essen. Genau. Die gehen als Rosse in die Küche essen? Ja. Also dort ist die Küche? Ja. Können wir auch mal dort rein? Da ist die Küche. Schön warm. Ja, mit unseren Postfächeln. Da kriegen wir einen Postamix. Und das ist der Koch? Oder jeder ist alles, oder? Ja, bei jeder euch? Ist alles. Hallo. Hallo. Hey, wieder Hannes. Hallo Hannes. Was machst du gerade? Strudelteig. Sehr fein. Und du machst jetzt das, weil du einfach der beste Koch bist von allen da, oder gibt es da irgendeinen Ämtli-Plan? Also der beste Koch ist er schon. Ha, gerade gut verwünscht. Timing. Ja, schon. Aber es ist wie jede Woche etwas anders. Mhm. Wer geht posten, dass da immer ein bisschen Brot hat? Immer der, der für das Kochen zuständig ist. Ja. Und da gibt es ein Budget, das man muss einhalten muss. Genau. Und dann kann man da eine Liste aufschreiben, ob man noch Sachen will. Wie viel ist das Budget? Das Budget? 800 Franken. Pro? Woche. Für alle 16? Ja. Aber ohne Gemüse, weil das bestellen wir immer bei einem Hof direkt. 50 Franken pro Person pro Woche, das gibt in dem Fall 7.14 Franken pro Tag. Übrigens, in der Armee hat man 8.75 Franken pro Tag zur Verfügung. 8.75 Franken? Ja. Das heisst, im Militär ist man etwas exklusiver als bei euch. Das ist euer Wagen? Das ist meine, ja. Nein, meine ist da hinten. Ah, ihr teilt euch nicht den Wagen? Nein, nein. Das ist ein Herzig mit dem Öffeli. Und jeder hat so ein Öffeli? Ja, jeder hat ein Öffeli. Und das kommt dann im Frühling raus, weil mit dem dürfen wir nicht rumfahren. Und wie lange wohnst du jetzt schon hier? In diesem Wagen erst seit Anfangsjahr, mhm, weil ich gezügelt habe. Vorher war ich in einem anderen, in dem gelben, im ersten. Mhm. Wieso hast du gezügelt? Ja, das ist viel schöner so mit der Holzdecke und den Oblichter. Mhm. Ein mega heller Wagen. Da hörst du den Regen, du kriegst mit, ob es warm ist oder kalt ist. Und vermisst du nie eine Wohnung oder ein Haus oder einfach Platz zu haben? So ein Sofa oder so, das ab und zu wäre schon schön. Janik, darf man bei dir auch noch hineinschauen? Sicher. Reinspaziert. Kein Oberlicht, hä? Kein Oberlicht. Wie ich jetzt vorher gelernt habe. Da sieht man, wie unterschiedlich alle Wege sind. Aber doch einen grünen Daumen, hä? Die habe ich geschenkt bekommen für Wegeli-Einrichtung. So Kontrast zu von meiner Freundin. Mhm. Kontrast zu lebendig und tot. Okay. Ist deine Freundin auch im Zirkus da? Nein, sie ist nicht im Zirkus, nein. Und wie findet sie, dass du da ein Zirkusleben lebst? Hey, sie findet es mega cool. Sie findet es auch cool, wenn sie hierher kommen kann und so ein bisschen in eine andere Welt eintauchen, wie sonst, wenn man nicht da ist. Mhm. Und wieso hat sie dich in den Zirkus gezogen? Ja, das ist eine gute Frage. Schon Zirkus, der mich interessiert hat, der mega cool ist. Und das Projekt an sich als Mitmachzirkus für Kinder und eine Zirkusshow zusammenstellen, das ist Gold wert für jeden, der mitmacht. Wir haben heute auch einen Schnuppertag. Aber ich sehe es noch nicht, dass du hängen bleibst. Du hast beim WC und bei der Küche bis jetzt ein bisschen die Augen vertrüllt. Gut, ich habe das Problem für 7 Franken 10, so viel wie ich esse. Ja. Ich weiß nicht, ob das. Es geht gut. Geht? Ja, ja. Wo geht's hin? Wenn wir zuerst das Kostüm für dich aussuchen und dann ins Zelt. Da ist da unser Kostümwagen. Sehr gut. Da hat man zum Beispiel so ein Steckenpferd. Wo du so Steckenpferdnummern kannst machen. Jan? Schön, ja. Okay. Dann haben wir jetzt schon mal etwas gefunden, das er sicher kann. So, also was habt ihr jetzt gedacht? Du darfst frei entscheiden, was du nehmen willst.
Darf ich auch für den Jan etwas aussuchen? Du darfst auch für den Jan etwas aussuchen, natürlich. Habe ich eigentlich Mitspracherecht oder ist ohne heute, gell? Die ist ohne. Ich bin heute der Clown. Leggings, Jan! Mhm, das steht mir auch immer gut. Den Fliegerpilz kann man natürlich auch nehmen. Den können wir auch für den Jan nehmen. Gut. Aber das ist bei euch wirklich ein Konzept oder das Mitmachen. Ist jetzt nicht so, dass wir uns da, wie soll man sagen, zum Aff ohne Grund zum Aff machen? Nein, das ist nicht zum Aff machen. Das ist Spass. Komm. Gut. Jetzt gehen wir ins Zelt. Und jetzt sollen wir irgendeinen Klamauk machen, ohne Probe und so. Ja. Wow. Ohne Sackmehl? Ja, wir haben ja kein Tier. Wir sind ja eine Häusersendung. Das ist jetzt quasi die Stube oder das Büro. Alles miteinander. Und was ist das für eine Nummer mit dem Velo? Ich bin ein bisschen zum Ausprobieren, was man dort alles da oben machen kann. Jesus. Also Jan, was machst du? Jetzt bräuchte man noch irgendein Abschlussbild. Aha. Kannst du auf das Velo hoch? Leggings werden aufgezogen. Komme, was wolle. Und der grosse Moment vom Jan. Ich habe mein Ross vergessen. Kann mich jemand zu Ross bringen? Ja. Nein, sorry. Es zieht ein bisschen rein. Gut. Meine Damen und Herren, der Jan Fitte. Wenn meine Mutter das sieht, ist sie sicher stolz. Super, das machst du schön. Und jetzt aufs Velo. Oh, shit. Meine Damen und Herren, Toni Rominger ist wieder zurück. Ui! Gut, ich habe einen Helm, ist kein Problem. Oh. Ist gut. Hey, red nicht immer drin. Sorry. Oder hast du schon mal im Zirkus ein Paar gesehen, wo der andere immer fragt, ist gut? Nein. Eben. Mach mir nur Sorgen. Ist gut. Jetzt bin ich im Flow. Und jetzt schön ins Publikum lächeln. Was macht Jonas, der? Kannst du performen? Wo gehen wir als nächstes hin, Jan? In ein Schloss. Ein Luftschloss. Oh, das passt. Super. Juhu, sehr gut. Super. Die klatschen bloß, weil es der Kameramann gesagt hat. Ja, artistisch gibt es noch Luft nach oben. Apropos Luft, unser nächstes Haus. Die Leute, die dort wohnen, haben ihrem Zuhause den Namen Luftschloss gegeben. Ist sie in der Luft? Sie ist zumindest auf einem Hügel oben und es windet, glaube ich, ab und zu ziemlich kräftig. Es scheint auch ein Paar zu sein mit einer blühenden Fantasie. Was ich hier der Wegbeschreibung kann entnehmen. Hier fliegen weiße Tauben aus dem Kamin. Wo? Dort oben hat es eine weisse Taube. Aber also ein Schloss ist es nicht. Ein Willkommenskonzert. Meinst du, der spielt sowieso oder der spielt jetzt für uns? Auf der sonnigen Straßenseite durchs Schilf treten und an der Kuhglocke läuten ist gestanden. Jan, freut mich. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo, Viola. Hallo, Viola. Hallo, wer sind ihr? Alle miteinander. Merel. Merel? Menel. Menel. Ja. Ich bin Regula. Regula und Menel. Und wir sagen hier willkommen im Luftschloss. Dürfen wir reinkommen? Ja, ja. Das ist unsere Isolation, oder? Mhm. Und sie gehen jetzt selber wieder zu. Wow. Das schmeckt sie ja schon. Kürbispastinakensuppe. Menel Regula, ihr wohnt hier im Luftschloss. Mehr weiss ich eigentlich nicht. Wie sind ihr hierher gekommen? Wir sind vorher in Hotwil gewohnt und sind überschwemmt worden dort. Dann haben wir etwas Neues gesucht. Und dann sind wir hierher gekommen. Was ist dort passiert? Wir sind am Bach gewohnt, oder? Und dann ist der
den Bach gestiegen auf 3 Meter höher und es ist das Atelier und alles überschwemmt gewesen. Das ist eine Mühle gewesen, das muss man noch sagen. Mühlen stehen immer am Wasser, am tiefsten Punkt. Und nachher haben wir etwas Neues müssen suchen. Und das da ist leer gestanden. Aber wir sind durch die Überschwemmung und das Zeug eigentlich auf das vorbereitet worden, dass wir nicht verschrocken sind, wo wir daher gekommen sind. Weil das ist alles voll gewesen mit Stroh, mit Dreck, mit Staub. Es ist von 1833 ist das Haus, oder? Du, und apropos Luftschloss, was ist das dort hinten, das so trüllt? Was lüftet dort? Das ist ein Ventilator, ein Ecofan. Der hat ein Peltier-Element drin, das heisst, es läuft mit der Temperaturdifferenz zwischen kalt und heiß unten durch. Der Fuß kommt Wärme über, siehst, es ist nie nicht angeschlossen. Aha. Es tut einfach von heiß und kalt, aus dieser Differenz macht es ein bisschen Strom. Das macht extrem viel aus, dass die Wärme nicht alles beim Ofen ist, sondern im Raum verteilt wird. Das ist eigentlich eure Heizung? Das ist unsere Heizung. Unterstützung, ja. Das ist eigentlich unsere Zentralheizung. Das tut den Kachelofen antreiben in der Stube. Ist das eure einzige Heizung hier drin? Ja. Also es ist schon eher kühl in diesem Haus? Ja, also es ist schon, das ist der Wohnraum, wo wir sind und in der Stube im Winter. Viola heizt im Auto eben immer auf 25 Grad. Darum hat das eine Vorgeschichte mit der Temperatur. Ich wäre immer hier auf dem Ofen. Oh, schön. Das ist mein Plätzchen. Ja, genau. Ich tue am Morgen nach dem Brunnenbad ich da schnell ein bisschen die Füße wärmen wieder. Nach dem Brunnenbad? Ja, da wir haben nachher gerade schauen, wo das unser Badzimmer sehen wir nachher. Das sehen wir nachher. Tun wir dir zeigen. Ihr badet im Brunnen am Morgen? Ja. Ja, weil es hat kein warmes Wasser da, es hat keinen Boiler in dem Haus. Gut. Ja, wir ich muss noch schnell meine Lippen einmal. Oh jetzt. Nachschminken. Nachschminken. Was ist denn das für ein Lippenstift? Rande. Was? Pur Rande. Im Herbst hatte es viele so kleine Ränder. Da habe ich ganz rote Hände bekommen. Ich dachte, ja, wo wollen wir denn rot haben? An den Lippen? Gut, warum auch nicht? Das sieht super aus. Danke, Menel. Wir zeigen dir noch schnell das WC. Das ist immer wichtig zu wissen. Das ist das WC. Da auf der Höhe von dieser Schraube hat es da hinten dran eine Stromschiene. Da kann man es anzünden. Und da läuft automatisch so viel, dass du nicht kalt hast. Und dann tust du dich an mich anschauen, wenn du auf dem WC bist. Wieso hat es da einen Spiegel? Ja, man kann sich anschauen. Wenn du Ränder-Lippenstift. Ah, okay. Und wenn du fertig bist, kannst du hier einen Kessel holen. Was? Zum Glück hat es gerade 4, gell? Und das ist ein Spülsystem, oder? Dann haben wir hier den Spülkasten befüllen. Und dann kann man drücken. Dann spült es. Funktioniert. Und sie ist an der ARA angeschlossen. Genau. Ganz voll seriös. Und eben ein bisschen Komfort tut einfach gut, oder? Dass du auch noch eine Heizung hast und die Wolldecken isolieren hervorragend. Du hast eine ganze Bibliothek mit Comics und Büchern und so zum Lesen. Und das Badzimmer ist da. Es ist alles tiptop geplättet. Du siehst, es ist. Oh mein Gott! Pflegeleicht. Das ist nicht wahr! Das ist unser Badzimmer. Das ist euer Badzimmer, natürlich. Da gehst du jetzt ernsthaft baden. Die Badhalle, weil sie ist ja relativ gross. Ein Hammam. Da hast du heute Baden drin. Und es ist wunderbares Wasser. Es ist also ganz herrliches Trinkwasser. Da haben wir so ein Rohr dran, einfach, dass es nicht so umspritzt, oder? Mhm. Auch da Komfort. Im Sommer ist es 9 Grad und im Winter etwa 7. Und wenn du da drin sitzt, das belebt dich so unglaublich und dann überläuft es und geht in die Aren runter und in den Rhein und in den Ozean. Du bist also connected mit dem Meer, oder? Seitdem ich in diesem Brunnen bade, muss ich nie irgendeine Creme anmachen. Einfach nur das Wasser. Das Wasser. Gut, Randelippenstift, gell? Muss ich nicht sagen, nichts. Aber es ist wegen der Farbe. Ja, ja. Du, aber du hast ja eine halbe Ausstellung, ja, oder eine ganze? Ja, das ist so meine dauernde Ausstellung, die hier immer wieder ein bisschen ergänzt wird. Das ist so ein bisschen das Thema Eisenbahn in der Ecke. Und Rost, das liebe ich sehr.
Also, und du verdienst dein Geld als Maler in dem Fall? Seit 30 Jahren, ja. Ja. Habe ich die Familie mit Malerei und Zeichnen ernährt. Wir haben vier Töchter. Vier Töchter? Vier Töchter. Und vier Enkelkinder. Genau. Ist ein Paradies für Kinder, oder? Absolut. Ja. Wir haben hier alle. So. Jetzt da solltest du auf den Kopf aufpassen. Da ist es nieder. He? Das ist eben noch gut bei mir. Ich muss nie den Kopf einziehen. Schauen Sie da mit einem Film? Ja. Sehr authentisch ist, wenn man zum Beispiel einen Bergsteigerfilm schaut. Es ist kalt Winter. Und man sitzt da bei der Wollendecke eingewickelt. Und siehst deinen Schnauf. Das ist das richtige Kino-Feeling. Und hier oben ist jetzt das Atelier? Hier oben wäre das Atelier. Inklusive Himmelbett. Auch etwa die am Übernachten. Aber das ist jetzt nicht euer Schlafzimmer noch integriert? Mal, im Moment schon. Also ihr schlaft ja. Da? Und hast natürlich Aussentemperatur da. Es windet nicht, kannst du sagen. Und es ist auch nicht, es regnet auch nicht, oder? Und eine schöne Aussicht. Ja. Das ist zu sagen. Eben darum, Luftschloss, das versteht man. Ja, von hier sieht man jetzt bis zum Napf hinterher. Oh, was ist das? Ein Thron? Das ist der Luftschloss-Thron. Was ist das? Der Luftschloss-Thron? Ja. Zepter? Da darfst du minutenlang regieren. Warmwasser fürs Volk! Ding dong 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 ding dong. Schon wieder daheim, bei allen Leuten, die ich gang lüte. Ladet mich in ihre Hütte. Menel Regula, danke viel, viel mal. Danke dir auch für den Besuch und fürs Singen miteinander. So, Viola, letztes Haus von dieser Sendung. Weißt du noch welches? Schmal. 2,2 Meter breit. Und der Besitzer hat gesagt, er hätte das also amtlich abklären lassen, dass es wirklich das offiziell schmalste Haus der Schweiz sei. Er ist ein Architekt und vor allem aber auch ein Tüftler. Er lebt in einem schmalen Haus und darum sind bei ihm Platzverhältnisse natürlich ein dauerndes Thema. Mhm. Und wahrscheinlich ist er vielleicht so auf seine Erfindung gewesen, eine Flasche. Um ein gross zu machen. Das habe ich auch schon gesehen. Und das gibt es ja auch in Gold. Das habe ich auch schon gesehen. Gib mal. Das habe ich auch schon gekauft, glaube ich. Das heißt, können wir nicht mehr kaufen. Aber es geht uns ja in erster Linie ums Haus. Also, es ist irgendwo an der oberen Hauptgasse. Ein idyllisches Plätzchen. Ja. Ja. Hauptstrasse. Das ist es. Erbaut 1780, saniert 2019. Ja, gut. Ja, bevorzugte Wohnlage. Klein und laut bin ich. Gehen wir läuten? Achtung, go! Cool. Guten Hallo. Tag, hallo. Jonathan. Genau. Matthias Zauber. Hallo, Matthias. Herzlich willkommen in Thun beim besten Wetter für euch. Ja. Ich bin der Meinung, du sollst reinkommen. Das wäre sehr schön. Das ist ein guter Plan. Danke vielmals. Darf ich dich bitten? Ja, den lassen wir auch noch rein. Ja, danke. Du kannst mir die Jacke geben. Sehr gern. Also,
andere ist schon mal ein Traum. Ich liebe ja Tapeten. Hast du die ausgesucht, Matthias? Oder? Es ist so, eine glückliche gestalterische Hand. Das ist meine Frau, Anneliese. Sie hat Tapeten ausgesucht. Und sie hat so das feine Händchen für die Inneneinrichtung und dass die Farben wirklich stimmen. Wohnt ihr das Zweite da drinnen? Wir wohnen das Zweite hier. Wir wohnen mehrheitlich unter der Woche hier. Wir arbeiten hier. Wir haben das als Wohn- und Arbeitshaus. Der richtige Wohnsitz ist nicht in der Stadt drinnen. Dort haben wir auch einen Garten, der hier misslich fehlt in der Stadt drinnen. Als ihr vor 9 Jahren das Haus gekauft habt, nehme ich an, hat das nicht so ausgesehen, oder? Nein, das ist, wie soll ich dem sagen, das ist eine Räuberhölle gewesen. Man könnte dem so sagen, das ist fast in den 50er Jahren ist das geblieben stehen. Das ist gebraucht, oder man könnte sogar sagen, missbraucht worden von den nachbarlichen Liegenschaften, weil es so klein ist, sind die Räume mehr als Nebenräume und weniger als Wohnhaus gebraucht worden. Eine Räuberhöhle mit ganz viel Geheimgängen nehme ich jetzt mal an und ich hoffe, dass ich jeden darf anschauen. Überall. Herzlich willkommen. Und dort, das ist ganz einfach Gebäudetechnik. Mit dem Techniker. Wohnt da? Ja. Der Techniker wohnt auch da. Hey, jedes Gebäude braucht natürlich seine Technik, das ist ja so. Das Haus hat keinen Keller. Das ist die geheime Putzfee. Genau. Der Ton da ist da hinten, weil es keinen Platz gibt, zu ausführen. Du siehst, man kann waschen und man kann tümpeln. Es ist wirklich eingerichtet wie ein normales Wohnhäuschen. Du darfst auch nicht allzu gross sein, wenn du hier wohnst, oder? Das ist denn herzig. Hast du da schon Tisch für uns zwei, Matthias? Jawohl, das ist ja so angerichtet. So schön. Der Platz für sechs. Was lacht er? Er kommt nicht rein. Aha. Komm, mach mal. Ja, ist eine Herausforderung, hier zu filmen bei dir. Wenn wir jetzt zurückgehen in der Zeit, was war das für ein Raum? Dressraum. Das war früher Dressraum. Und wie hast du den Tisch hier reingebracht, Matthias? Das ist wie alles, was hier steht, das ist zusammengesetzt. Also die Türen sind 58 cm breit. Das lenkt für einen Kühlschrank hineinzutun und wieder rauszunehmen von der Breite her. Und so ist es mit allen Tischen, ist es mit allen Gegenständen, muss man da innen zusammensetzen. Was für eine tolle Küche. Oh, gefährlich. Du sprichst das an, ja, dass wir offene Räume haben. Genau. Das ist ein Privatshaus. In privaten Häusern ist das eben so zugelassen. Und da ist viel Denkarbeit drin in diesen Stegen. Sie ist auch ganz fein, es ist wie ein gefaltetes Papier. Aber sie hilft, dass auch Leute, die 1,80 oder grösser sind, hier die Stegen aufkommen, ohne dass sie da Marken an der Stirn mitnehmen. Und wo kommen wir hier hin? Hier kommen wir in den Wohnsalon, wie man dem so sagen kann. Auf 6,2 Quadratmeter. Zwei Sitze, wir können hier gut Platz nehmen. Gemütlich. Es braucht nicht 50 Quadratmeter als Wohnzimmer. Ist das vielleicht auch so etwas von der heutigen Zeit, wenn man jemanden sagt, man hat eine neue Wohnung gefunden, dann ist die Frage quasi nach der Quadratmeterzahl ziemlich schnell im Raum? Ja, das ist eigentlich eine ungeschickte Frage, weil sie nicht auf Qualität hinweist. Mhm. Also, die Qualität kann anders kommen. Ich meine, dass sie irgendwie 38 Quadratmeter Parkett, da reicht der Handstaubsauger, für das schnell zu putzen. Ja. Das ist in einem anderen Haus anders. Dann gehen wir eins weiter. Darf ich da rein? Ja, selbstverständlich. Schön! Das ist dann schön. Der Waschtrog, oder wie nennt man das? Ja, es ist eine Hommage eigentlich an die alte Zeit, wo selbstverständlich kein Frischwasseranschluss gehabt hat, sondern man das Wasser von draussen reingeholt hat. Das ist das Gästezimmer, nehme ich an? Das ist richtig. Man schläft sehr gut, vor allem dann, wenn man gerne dunkel und ruhig hat. Ja. Wir sind hier sehr weit weg von der Straße. Ein Stock höher. Aha. Was ist das? Es hat sich herausgestellt, dass die Kugel eine Kanonenkugel ist, aus dem 14. Jahrhundert. Die sind da reingekommen, wissen wir nicht. Wir haben sie gefunden da drin. Und das ist ein schönes Erlebnis, das zum Haus gehört. Der wievielte Stock ist das jetzt? Das ist das dritte Obergeschoss. Wir sind im Bereich des Büro und des Schlafzimmers.
Das ist mein Raum, ja. Das ist mein kleines Denkerstübli, aber für eine Person reicht das ausreichend. Das ist sogar wunderschön, man ist so ein bisschen abgeschottet, du kannst dich konzentrieren. Dann gehen wir in die Dusche rein. Das ist eine Dusche, wie man es eigentlich in der heutigen Zeit in einem neuen Haus auch kennt. Schön. Euer Schlafzimmer nehme ich auch dort hin. Das haben wir nämlich bis jetzt nicht gesehen. Dann machen wir jetzt noch einen Schritt voraus. Da sieht man mal, wie viel Platz das ein normales Bett, man spricht von 280er Matratzen, eigentlich belegen. Und das ist ein Musterbeispiel von, man ist eingeschränkt und muss mit der Alternative arbeiten. Und das ist viel spannender, solche Architektur, als der Neubau auf der Wiese. Das ist nahezu langweilig. Mhm. Aber trotzdem, da hätte ich jetzt ein Problem. Also, wenn das mein Kleiderschrank wäre, dann wäre das nichts geworden mit uns zwei, Matthias. Ja, nur, wenn ich das trennte, ist das eine Begründung. So, und da oben kommen wir zum Estrich, oder ist fertig? Nein, das, was du dich dran hast, ist eigentlich, das ist ein Stege, das ist klar, aber das ist der Ersatz für die Stegengeländer. Wenn die Stege nicht wäre, müssen wir jetzt an dieser Stelle da ein Geländer montieren. Mhm. Das geht natürlich nicht. Man verliert eigentlich Platz. Ich habe versucht, nicht ins Bild zu laufen, das ist alles. Fast geschafft. Ja, das ist bei dem kleinen Haus sehr herausfordernd, sagen wir es mal so. Und was sind das für Masken? Thun hat mal teilgenommen in einem Krieg, bei der Schlacht bei Murten. Mhm. Und dort hat Thuner den Hofnarr von Karl der Kühne geklaut. Und du siehst eine Maske von diesem Hofnarr, ein Duplikat vom Original. Mhm. Die könnte man also auch anlegen. Mhm. Vielleicht könntest du mal mit der abmoderieren. Die Haarfarbe stimmt fast. Hey, nein, die Haarfarbe ist identisch. Dann soll ich die auch noch anlegen. Ja, schön, lieber Mann. Danke vielmals, Matthias, dass ich heute vorbeikomme bei dir. Danke für das Highlight. Sie daheim sehen wir nächste Woche wieder zu der sechsten und letzten Folge dieser Staffel Ding Dong. Da gehen wir wieder läuten. Hoffentlich auch mit Ihnen. Oder miteinander. Ding Dong! Da bin ich daheim. Kann man mit gutem Gewissen aufmachen? Okay, sind alle daheim? Ja, sind alle da, ja. Ah, die sind besser, jetzt habe ich die schlechten Pfeile genommen. Schatz, das hättest du mir auch sagen können. Du siehst gerade aufs Bett. Ja, ja. Das ist ein spannender Fenster. Dunkel mich ein bisschen, hä?